fuck happened? What happened? What happened? Am 27. November 2020 stimmt die Gemeindeversammlung Glaris über die Überbauungspläne für die Kalkfabrik Netschl ab. Während das Stimmvolk in anderen Gemeinden von der Schweiz selbstverständlich an so einem Geschäft könnte mitbestimmen, ist in Glarus ein fakultatives Referendum nötig gewesen. Momentan wird das Thema im ganzen Kanton rege diskutiert. Zeitungs- und Fernsehartikel sowie Leserbriefe sind veröffentlicht worden, und das Komitee Ja zur Kalki hat sich gebildet. Now that's comedy! Die schaltet im Moment im Internet eine Webseite auf, die zur Annahme von diesem Geschäft aufruft. Weil die Situation eben ein bisschen heiß ist im Moment, erkläre ich euch kurz, was Sache ist, neutral und faktisch. Was ist überhaupt Kalki? Kalki ist schon sehr lange im Kanton Glarus tätig, und zwar seit 120 Jahren. Hat also schon ein bisschen Geschichte. In dieser Zeit haben sie am Kanton viel beigetragen mit Projekten und Vereinsunterstützungen. Etwas, was sicher bei allen Glocken läutet, ist das kleine Robotics-Team. Nice! So weit, so gut. Jetzt, was macht die Firma überhaupt? Und wie finanziert sie sich, ihre Mitarbeiter und ihre Wohltätigkeit? Die Produkte von der Kalki decken ein breites Sortiment ab. Nebst dem bekannten Einsatzgebiet von Schotter im Strassenbau werden die hochwertigen Weisskalkprodukte weltweit verkauft. Sie finden Einsatz zum Beispiel in der Landwirtschaft, für die Stahlproduktion, in der Lebensmittelindustrie, Pflanzenschutzmittel und kommen sogar in Burger Patties vor. In der Region werden die Produkte von der KFN eingesetzt, um in der KVA den Steg von saurem Regen zu verhindern. Brandkalk, auf den gehe ich später nochmal ein, bringt der KFN rund 2/3 von unserem Umsatz, ist also für die Firma finanziell essentiell. Auch sonst ist die Ware auch wichtig für die Schweiz. Wir brauchen nämlich etwa doppelt so viel, wie die KFN kann produzieren. Übrigens, die Kalk ist die einzige Firma, die Brandkalk herstellt in der Schweiz. Anders sieht es bei der Schotterproduktion aus. Schotterproduzenten gibt es nämlich ein paar in der Schweiz und das wird auch meistens regional oder lokal sogar hergestellt und verwendet. Der Schotter von Netschl ist trotzdem in der ganzen Schweiz bekannt und wird zum Beispiel für Naturbeläge eingesetzt. But wait, there's more! Was die Kalki aber auch noch produziert, sind 59.285 Tonnen CO2. So einmal im Jahr 2019. Zum Vergleich, das ist mehr als bei der Beheizung von allen Gebäuden im Kanton freigesetzt wird. What? What the fuck? Von allen Firmen in der Schweiz, die im Emissionshandelsregister sind, befindet sich die KFN somit auf Platz 15. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Okay, aber wie kann das überhaupt sein? Von wo kommt denn das ganze CO2? Die Antwort lässt sich im Herstellungsprozess von Brandkalk finden. Auf der Webseite von der Kalki findet man, dass sie 90.000 Tonnen Weisskalkprodukte pro Jahr herstellen. Gut, und wie entstehen jetzt die Weisskalkprodukte überhaupt? Der Fels in Netschl ist reich an Kalk, chemisch CaCO3 genannt. Von diesem Fels wird ein Teil in einen grossen Ofen geworfen und durch Erhitzung zu Brandkalk umgewandelt, chemisch CaO genannt. Aber wenn man jetzt aufpasst hat, merkt man, dass da noch etwas fehlt. Bei diesem Vorgang bleibt nämlich immer das Nebenprodukt CO2 übrig. You're a goddamn genius! Das CO2 wird geogenes CO2 genannt. Geogen, weil es aus dem Stein selber kommt. By the way, das CO2, das aus dem Erdgas, Erdöl, Kohle und Torf kommt, wird fossiles CO2 genannt. Das geogene CO2 macht im Moment 80% vom Gesamtausstoß der Kalki aus. Die restlichen 20% entstehen bei der Erhitzung vom Ofen. Im Vergleich zu Kalkfabriken außerhalb der Schweiz, die noch mit Kohle oder Öl heizen, hat unsere Kalki zu Erdgas gewechselt. Dadurch haben sie im Vergleich zu 1990 ihre CO2-Ausstöße vom Brennstoff um 50% verringern. Die 80% geogenes CO2 haben sie aber nicht verringern. Leider fehlen uns im Moment die technologischen Mittel, um die 80% geogenes CO2 zu vermindern oder zu vermeiden.
Kalchi hat nie offiziell Stellung genommen zu dem geogenen CO2, ist sich aber der Verantwortung, die sie trägt, bewusst und investiert in die Forschung nach einer Lösung von diesem Problem. Zudem hat sie sich offiziell dazu bekannt, dass die Schweiz das Pariser Abkommen umsetzen sollte. Hey, that's pretty good! Somit will auch die KfN eine CO2-neutrale Zukunft schaffen. Mit dem Überbauungsplan, der am 27. November an die Gemeindeversammlung kommt, würden zwei neue Gebiete zum Abbau erschlossen werden. Die würden die Existenz der Kalche für weitere 50 Jahre sichern, also bis jetzt 2070. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. Das Gebiet Gründen soll die zukünftige Kalkproduktion sichern. Die Reserven vom Kalk gehen nämlich in 6 Jahren aus. Elgis Süd hingegen soll die Schotterproduktion absichern. Die würde aber ohne ein neues Gebiet noch etwa 20 Jahre länger. Bei dieser Gemeindeversammlung kann das Geschäft entweder angenommen, abgelehnt oder zurückgewiesen werden. Zurückweisen heisst, dass es mit zusätzlichen Forderungen nochmal an einer nächsten Gemeindeversammlung behandelt werden muss. Somit entscheidet eigentlich eine Gemeinde mit 12.461 Einwohnern an einer Gemeindeversammlung, wo meistens nur ein paar hundert Personen anwesend sind, über etwas, das einen grossen Teil zu den schweizweiten CO2-Emissionen beiträgt. Jede und jeder im Kanton Glarus muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die KfN einen grossen CO2-Ausstoß hat und man den nicht vergessen darf, wenn man bis spätestens 2050 klimaneutral werden will.